Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner, er versteht nichts. Das Geschöpf und der Schöpfer verwechseln sich. Es gehört zu uns Menschen seit Anbeginn dazu. Wir wären gerne mehr und größer. Wir Menschen wären gerne wie Gott. Wir würden gern alles machen können und immer wieder tappen wir in die Falle und denken, Wissenschaft, Fortschritt, wir haben alles im Griff, haben alles in der Hand. Und dann kommen Krisen. Krisen, die uns darauf hinweisen, bei denen wir schmerzhaft lernen müssen. Nein, wir haben nicht alles in der Hand. Wir können nicht alles machen. Es gibt Dinge, die müssen wir einfach annehmen, hinnehmen oder aushalten. Schöpfer und Geschöpf verwechseln sich. Wir Menschen sind Menschen und nicht Gott. Das alte Wort Demut fällt mir dabei wieder ein. Demut, das heißt, ich nehme an, was ich bin und wer ich bin. Ich muss nicht mehr sein, als ich bin, soll aber auch nicht weniger sein, als ich bin, sondern wir sind die Menschen, die wir sind. Heißt das jetzt, wir müssen alles aushalten, wir sind die Kleinen? Nein, das heißt es nicht. Sehen Sie ein kleines Kind, das irgendwann sagt, ich kann das alles alleine. Und das es als Kränkung ansieht, wenn die Eltern dann sagen, nein, du kannst das nicht. Wir Erwachsenen sind manchmal in der Situation, dass wir etwas auch nicht können. Und dann zu sehen, da macht jemand etwas für uns. Da kümmert sich jemand um uns, so wie sich die Eltern um ihr Kind kümmern. Dann ist das ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir annehmen können. Gott kümmert sich um uns. Er sorgt sich um uns. Kümmert sich Gott wirklich um uns? Er braucht dazu, er benutzt dazu Menschen. Wenn Sie die Augen, die Ohren, die Herzen offen halten, wer kümmert sich jetzt um Sie? Gibt es Nachbarn, die bei Ihnen klopfen? Brauchen Sie etwas? Gibt es Menschen, die Sie anrufen? Gibt es Menschen, von denen Sie wissen, die denken an mich? Das sind Gottes Werke für uns. Und die Frage, wem können wir zum Helfer werden? Zu wem schickt uns Gott als seine Werkzeuge? Helfen wir einander, stehen wir einander bei. Das ist Gottes Auftrag für uns. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten die stumme Sprachen. Durch rote Fenster hüben kam ein Glanz, Strahlen, die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder
Lieber Gott, in deine Hände schmiegt mein Herz sich nun hinein. Lieber Gott, lass ohne Ende deine Güte um mich sein. Schütze meiner Kinder Schritte, schütz den Garten und das Feld, und es hebt sich meine Bitte in dein fernes Sternenzelt. Nimm mich an mit allen Träumen, nimm die Liebe und den Schmerz, über allen dunklen Räumen blüht und glänzt allein dein Herz. Nimm mich an mit allen Sünden, nimm mein Leben reich und schwer. Lass mich deine Liebe finden. Sieh, ich suchte sie so sehr. Musik.